Dein Tag war heute wieder ganz schön lang. Und nun solltest du schlafen. Und du willst vielleicht auch gleich schlafen. Aber du kannst noch nicht schlafen. Komisch eigentlich, wenn man schlafen sollte und will, aber nicht kann. Es kommt einfach daher, dass man noch zu aufgewühlt ist von den 12 bis 15 Stunden, die man als Kind oder als junger Jugendlicher tagsüber aktiv war. Das sind ja immerhin 720 bis 900 Minuten oder volle 43.200 bis 54.000 Sekunden. Da ist es das Beste, sich vor dem Einschlafen ein bisschen zu beruhigen und zu entspannen. Beruhigen und entspannen. Das machen Erwachsene tagsüber gerne beim Spazierengehen. Ist aber zu langweilig für dich. Und jetzt liegst du ja auch schon gemütlich im Bett. Also machst du eben deinen eigenen Ausflug, einfach im Liegen. Am besten mit geschlossenen Augen, damit du viele schöne Bilder siehst. Und vielleicht finden wir für den Ausflug auch einen ganz besonderen Begleiter. Also, schließe jetzt deine Augen und atme einmal tief ein. Und jetzt tief aus. Und nochmals tief ein. Und tief aus. Du fühlst dich ganz entspannt. Dein Kopf, deine Arme und deine Beine, dein Rücken, dein Po liegen entspannt und schwer und warm auf der Matratze. Schwer und warm und gemütlich und entspannt ist jetzt alles. Alle Spannungen in dir lösen sich auf. Lösen sich völlig auf. Deine Gedanken fließen locker. Deine Atmung fließt in einem ruhigen Ein- und Aus. Dein Herz schlägt ganz ruhig. Und von deinem Bauch und deiner Brust strömt es nun angenehm warm in die Beine und in die Arme, bis hin zu den Zehen und den Fingerspitzen. In dieser entspannten Ruhe siehst du aber vor deinem inneren Auge vielleicht noch viele verschiedene Bilder. Lass sie ruhig kommen, diese Bilder, egal welche es sind. Und lass sie dann wie Wolken am Himmel einfach wieder weiterziehen. Und nun richtest du deinen inneren Blick auf dein Fenster. Mit geschlossenen Augen stellst du dir dein Zimmerfenster vor, wo dich gleich jemand zu einem besonderen Abendspaziergang abholen wird. Wenn deine Fenster, Fensterläden oder der Rollladen schon zu waren, dann stellst du dir jetzt vor, wie sie wieder für eine Zeit aufgehen. Und du siehst ein ganz komisches kleines Flugzeug leise und weich heranschweben. Komisch deshalb, weil es gar nicht wie ein Flugzeug aussieht, aber doch fliegt. Jetzt siehst du es schon ganz nah. Da fliegt ein altes, dickes Sofa in rötlichen Stoffmustern. Sanft schwebt es nun direkt vor deinem Fenster und sagt: Hallo, ich bin das fliegende Sofa. Na, das haben wir auch schon gesehen, du komisches Flugsofa. Also, das habe ich überhört. Ich heiße Veruschka und wir könnten zusammen einen kleinen Abendausflug über die Häuser machen. Ich kann da nämlich auch besser schlafen. Also steig ein. Du bist pünktlich in ein paar Minuten zurück. Und so gemütliche Flugpolster wie bei mir findest du nirgendwo.
Du kletterst also übers Fenster auf das Sofa. Und du merkst, es ist ein unglaublich prächtiges, großes Sofa, in dem man so weich und tief einsinkt, dass man ganz sicher und fest sitzt. Und schon schwebt ihr beide, das Sofa und du, los. Und du siehst gleich, dass du, gemütlich an der Sofalehne angelehnt, einen super tollen Blick auf deine Heimat hast. Es ist Abend und unter dir, ihr schwebt knapp über den Dächern und Bäumen, sind nun schon die Straßenbeleuchtungen an. Und die Wohnhäuser haben bereits viele gelb-orange glimmende Vierecke. Ich flieg mal zu deiner Schule, sagt das Sofa. Und du sagst, du willst jetzt doch gar nicht in die Schule. Und das Sofa sagt, wir wollen ja auch nicht in die Schule, wir wollen über die Schule. Und das tut ihr auch. Ganz sanft, ganz leise schwebt das Sofa nun über dem Dach der Schule. Und du fühlst dich dabei sehr wohl, weil es so ein ganz anderes Erlebnis ist. Das, wo man jeden Tag pünktlich rein und lernen und sich auch mal streiten und mal ärgern muss, so frei wie ein Vogel von oben zu sehen. Siehst du, man kann Schule auch aus einem ganz anderen Blickwinkel betrachten, weil es ja sowieso so ist, dass die Schule für euch Kinder da ist und nicht etwa so, dass ihr für die Schule da seid, sagt das Sofa altklug. Es ist schließlich auch ein altes Sofa. Veruschka dreht in ungefähr 20 Metern Höhe eine sanft elegante Ehrenrunde über dem leeren Schulhof und du hast plötzlich das deutliche Gefühl, du könntest von unten das Lachen der vielen Kinder aus der täglichen großen Pause hören, obwohl es ja jetzt doch ganz leer ist. Außer, dass eben eine süße kleine Katze über den Hof flitzt. Da begreifst du, was das Sofa gemeint hat, weil die Schule ohne Kinder fast ein bisschen traurig aussieht. Und es wirkt, als würde sie sich schon auf den nächsten lebhaften Schultag, also auf euch Kinder, freuen. Aber woher weiß ein Sofa sowas? Wieso kann das Sofa reden? Und überhaupt? Wieso kannst du fliegen? Fragst du das Sofa. Ach, ich bin eben ein Zaubersofa, tönt es aus den Polstern. Und das Sofa schwebt mit dir nun über der Straße, die du so oft nach Hause gehst. Und von oben kannst du nun links und rechts in die Fenster der Häuser sehen, in die Kinderzimmer, wo gerade viele Kinder ins Bett gehen, in die Wohnzimmer, in denen Leute fernsehen oder am Tisch sitzen und miteinander reden und Karten spielen. Und unter dir fahren ein paar Autos. Sie sind schneller als ihr, weil ihr es ja ruhig und entspannt haben wollt, ganz gemütlich und entspannt. Also, das war so, erzählt das große, weiche Sofa mit dem rötlichen Bezug, mit vielen Mustern und kleinen Figuren drauf. Ich war eigentlich mal ein ganz normales Sofa, also schon ein besonderes normales Sofa, wegen meiner Übergröße und meiner erlesenen Materialien, aus denen ich bestehe, weil ich nämlich mal von einem russischen Möbelkünstler, darum heiße ich nämlich auch Veruschka, für ein französisches Schloss gebaut wurde. Ich bin nämlich schon sehr alt, so ein paar hundert Jahre. Wir fliegen übrigens jetzt zum Tierpark, wo du doch schon warst. Da ist es sehr schön am Abend, wenn alle Leute bereits weg sind. Ihr schwebt nun ganz langsam über den Park und rechts und links gleiten an dir die Wipfel der Bäume vorbei. Und du fühlst dich sehr gelassen. Es ist so ein gutes, beruhigendes Gefühl, die Dinge mal als Ganzes von oben zu sehen. Und dann passierte es damals, erzählt das Sofa weiter, dass wir Möbel plötzlich ganz allein in dem Schloss waren, weil die Menschen nach Paris in die Stadt gezogen sind und ihr Schloss einfach leer stehen ließen. Das war eine furchtbar langweilige Zeit für mich, bis dann endlich neue Schlossbesitzer kamen und alles wieder herrichteten.
Auch mich haben sie hergerichtet und seitdem bestens gepflegt. Und neben ein paar Reparaturen an meinem Untergestell bekam ich den tollen neuen Bezug, auf dem du jetzt sitzt. Ein gutes Stück vor dir taucht die Beleuchtung des Tierparks auf, mit Lampen, die nicht grell scheinen, sondern sanft und matt leuchten. Etwa so, wie wenn der Vollmond am Abend hinter dem Wald gelblich warm aufscheint. Und wieso, nochmal, kannst du so verfliegen? Also, das Geheimnis ist, dass mein neuer Bezug aus einem wertvollen, uralten Perserteppich stammt. Und das war einer der wenigen fliegenden Teppiche gewesen, die es gibt. Und er dachte gar nicht daran, das Fliegen aufzugeben, nur weil er jetzt zu einem Sofa gehörte. Ich fand die Idee des Teppichs, der mich nun umhüllte, gemeinsam mit ihm als Sofa zu fliegen, anfangs ja erst seltsam. Aber ich dachte, eigentlich toll, wenn ich nicht immer nur dumm herumstehen muss. Und mit der Zeit wurden der Zauberteppich und ich eins. Wir wohnen jetzt hier im Museum und wenn abends Ruhe ist, machen wir uns den Spaß, mit den besonders netten Kindern auf einen Gute-Nacht-Ausflug herumzufliegen. Mit Erwachsenen geht das ja nicht. Denen könntest du ja als fliegendes Sofa die ganze Welt zeigen. Und sie würden ihren Augen immer noch nicht trauen, weil ihre Wissenschaftler noch keine fliegenden und sogar sprechenden Zaubersofas kennen. Und dann darf es die ja auch nicht geben. Egal. Schau, wir sind über dem Tierpark. Schau, dort stehen die Gieraffen. Wie eine Feder, so leicht schwebt das mächtige Sofa auf der Höhe der Köpfe der Giraffen. Und das ist ja auch schon ziemlich hoch, bei dem langen Hals dieser Tiere, die gerade noch ein paar Blätter von einer Baumkrone zupfen. Schlaft schön, ihr Gieraffen, sagt